Oh ja. Jo, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's, Bruder! So, frisch aus dem Promi Big Brother Haus hier in München. Frau Nick, ich grüße Sie. Hallo. Was für ein tolles Outfit. Ja, das ist besonders schön. Es ist ganz aus Seide. Und ich finde, man muss die Dirndl-Mode auch weiterentwickeln. Ja, in den letzten Jahren waren ja die Glitzerschürzen und nur noch Glitzer und Dirndl und Rosa. Und ich bin die Alpenprinzessin. Und es ist mir jetzt zu viel. Ich wollte dies Jahr dezente Farben. Ich wollte was Besonderes, Qualität. Ja. Und ich finde mich sehr schön. Und das Tollste daran ist, dass eine Preußin so verdammt schee im Dirndl. Ja, und Sie haben den Balkon ja so richtig nach oben gepusht heute. Das habe ich immer. Das ist bei mir Natur pur. Ich sag's ja, dass eine blonde Preußin so gute Figur macht im Dirndl. Ob das den Bayern schmeckt, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, aber vielleicht finden Sie das ja noch heraus die nächste Zeit. Naja, klar, ich weiß doch, dass ich schön bin. Jetzt sagen's mal. Flaute doch nur. Jetzt sagen's mal, Frau Nick, das wievielte Mal sind Sie denn auf der Wiesn? Oh, ich glaube, das 10. Mal. Also diese Brille beispielsweise, die hat mir vor ungefähr 15 Jahren auf der Wiesn mal Alexander zu Schaumburg-Lippe geschenkt. Aha. Also aus Jux geschenkt. Ja. Und die trage ich jedes Jahr, die kommt nur zur Wiesn dran. Und das gehört für mich zur Tradition. Ich nehme immer gleich Anfang des Jahres mir die Wiesnwoche frei. Also das ist wie Urlaub, das ist für mich eine geblockte Zeit. Da sind sehr viele Menschen, die sehe ich nur einmal im Jahr, die treffe ich sonst gar nicht mehr. Und ich will auch den vielen Einladungen folgen, die ich bekomme. Ne? Wie viel Mass verträgt denn die Frau Nick? Ich vertrage ja gar nichts. Ich bin ja Anti-Alkoholikerin, ich trinke einen Radler und mit Trinken ist bei mir gar, da geht gar nichts. Trinken, Rauchen, Drogen, da komplett habe ich alles clean. Nichts mit zu. Schauen Sie, wie aber gut so. Ich aussehe. Ja, absolut. Ja, Weil ich sowas nie gemacht habe. Frau Nick, was wünschen Sie sich für die Wiesn und was wünschen Sie sich unseren Zuschauern für die Wiesn? Also für die Wiesn wünsche ich, dass es eine schöne ist, dass es eine gute ist, eine ruhige und vor allem wünsche ich für die Wiesn, dass es keine Zwischenfälle gibt. Also nichts Negatives, keine irgendwie Attacken, keine Probleme. Aber ich muss jetzt zu meinem Wagen. Die Reuser scharren schon mit den Hufen, sonst fahren die ohne mich ab. Das wäre ganz schlecht. Also es war wunderschön bei euch. Dankeschön. Tschüss, ciao, viel Spaß auf der Wiesn. Tschüss.